Hallo, herzlich willkommen zu einem leider etwas traurigeren Video, der Leopard PTA Witt. Update 8. August war der ganze Post schon online. Dort wurde schon leider berichtet, dass der PTA genervt wird. PTA wird genervt, along with adjusting the characteristics of number of medium tanks, we are going to slightly correct the battle parameters of another popular German vehicle, the Leopard Prototype A. First, it will head off super test, where we can check its adjustment performance. Here is a list of changes the vehicle will undergo. Das heißt also, dieses Fahrzeug wird genervt und es ist jetzt erstmal auf den Supertest. Es ist erstmal noch nicht final zum derzeitigen Standpunkt gewesen, aber der Nerf wird ja kommen. Aiming Time 0,1 schlechter, da 0,04 schlechter und hier auch nochmal 0,02 schlechter. Der Nerf ist effektiv meiner Meinung nach absolut unnötig. Der Leopard PTA ist ein wirklich guter Panzer. Er hat dafür aber null Panzerung. Er kann einfach komplett rausgenommen werden, ohne dass er irgendwie effektiv dort, ja, ich sag mal vorsichtig, carryen muss, mitarbeiten muss oder sonstige Sachen. Er fährt nur vor, geht auf, stirbt, weil er halt keine Panzerung hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Nachteil dieses Fahrzeugs. Dafür aber gibt es natürlich auch sehr geiles Gameplay mit denen. Da hüpfen wir jetzt gleich hin. Werde ich mal einfach zwei Runden live zusammen mit euch zocken. Und bin dort gespannt, was für Runden wir hinkriegen mit dem alten Leopard vor dem Update. Und da dachte ich mir einfach, das könnte ein lecker Schmackofatz sein. Ich freue mich drauf. Wir gehen rein in Leopard PTA. So, ich bin auf meinem CC-Account unterwegs. Ja, ich habe dieses Fahrzeug leider nicht in der Garage. Mir fehlen noch ein paar Credits, sonst wäre der E75 schon da. Neue 10er wären noch da und ganz, ganz viel andere coole deutscher Stuff, der mittlerweile echt nice ist. Aber Leopard PTA würde ich einfach sagen, von der Crew mal abgesehen, ich habe eine Lüftung dabei, einen Stabilisator und den Ansitz habe ich dazu, weil der einfach ein super cooler Sniper ist. Ja, man kann theoretisch auch eine Optik reinbauen statt der Lüftung. Man kann überlegen, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch statt der Lüftung noch was anderes mit reinzunehmen, zum Beispiel den verbesserten Drehmechanismus, den wir auch einfach super gerne mit einbauen können. Es sind super, super viele verschiedene Module, die ja gut möglich sind beim PTA. Wir haben jetzt hier ein Munitionssetup 27, 26, 5, eine relativ breite Verteilung des Ganzen. Wir haben Verbrauchsgüter auch ganz normal dabei und der Ganze ist zu erreichen über Deutsch. Wir gehen einmal hoch, hier zack, VKH, VKM, VKD, Indienpanzer, PTA, Leopard. Die ganze Reihe ist eigentlich die coolste. VKM ist ganz nice, Schmutz, eigentlich auch Schmutz, cool und also wirklich geil und geil. Also die beiden sind wirklich geil. Die machen richtig Laune und ich würde sagen, wir starten rein ins Game. Leopard PTA Gameplay auf der Karte Live Oaks. Wir haben als besonderes Merkmal hier drei Artillerien. Wir haben zwei Lights insgesamt. Einmal hier den Ru, wir haben auch einmal den EBR und meine Aufgabe wird es hier sein, in diesem Bereich viel zu snipen, viel defensiv zu spielen, viel snipen und ganz entspannt hier ja, zu unterstützen. Nicht an die erste Frontlinie ranfahren, das ist eigentlich immer meistens falsch mit dem PTA, sondern definitiv deutlich mehr ja, snipen, würde ich mal so sagen. Ja. Deswegen geht es jetzt hier rechts rüber. Vielleicht der eine oder andere kennt natürlich diese Bäume, diese Büsche hier. Also entweder man kann sich hier oben drauf stellen, man kann sich diesen Baum hier nehmen, kann sich den oben hochkippen, zack. So steht man hier oben, hat hier Bereich einen Doppelbusch dann, kann hier durchschießen. Man kann natürlich noch ein bisschen weiter reinfahren, um das komplette Spektrum hier zu sehen. Das heißt dann, ich kippe die beiden Bäume hier um. Dann kippe ich den Baum hier noch mit rein. Und schon können wir sehr, sehr weit nach hinten reingucken. Indem wir hier einfach die Bäume uns gekippt haben. Wir fahren zurück, bis wir die Bäume nicht mehr, also bis durchsichtig geworden sind. Das ist jetzt dieser Bereich. Und dann wissen wir, okay, jetzt müssen wir noch 5, 6, 7 Meter zurückfahren, bis sie wieder nicht mehr durchsichtig sind und ich dann ganz locker entspannt hier durchschießen kann, durchsnipen kann, um Leute zu beschießen, die hier drücken oder machen und tun. Von der Position habt ihr auch gerade gesehen, wenn Leute hier vorne hinkommen, können wir diese auch gut bespielen, unspotted drauf schießen. Ja. Jetzt können wir trotzdem erstmal vorfahren. Wir haben hier die Badget. P30. Und ich glaube, es war der Patton, der runtergefahren ist. Okay, da kommt ein. Okay, das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Weil ich jetzt nämlich gerade spotted bin.
Mit dem Kollegen EBE habe ich gar nicht gerechnet, der einfach hier so todesmutig einmal mal vorgefahren ist und mich gespottet hat. Und wir sehen es jetzt auch schon, hier kommt sehr, sehr viel. Also wirklich, wirklich sehr viel. Deswegen, ich ziehe mich jetzt raus. Mache jetzt auch gar keine Schüsse mehr oder sonstiges was. Ich ziehe mich raus, gehe zum Snipen. Entweder ich bleibe hier stehen oder begebe mich auf D1. Denn diese Position ist meiner Meinung nach ziemlich verloren. Wir haben natürlich die IS-4, die noch blockt, der T-54, aber erstmal Land gewinnen, Distanz aufbauen. Das ist mit dem Leopard super, super wichtig. Wir haben schon ein paar Schüsse am Anfang bekommen. Dadurch, dass halt der EBR einen guten Spot geliefert hat. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen zurücksnipen können, wenn die Peaks kommen. So, achten jetzt immer bitte unten auf die Minikarte, ja, auf den Aim-Kreis hier. Wie viel bekomme ich rein vom Chieftain? Wir achten auf den Sichtkreis, auf die maximale Sichtweite, auf die maximale Spotreichweite, wie wir dort mitarbeiten können und alle Panzer, die zwischen diesem und diesem Bereich sind, auf die kann ich schießen, ohne selbst aufzugehen. Deswegen beginne ich perfekt eigentlich in der richtigen Entfernung hier zu den Gegnern. Und jetzt sehe ich auch genug hier, falls sie hier rüber pushen sollten, sehe ich auch genug von den Gegnern hier in diesem Bereich. Jetzt habt ihr gesehen, der 60p fällt rein. Es kann natürlich sein, dass ich aufgehe. Aber da der Leopard PTA auch Camo geskillt hat und jetzt auch keine schlechte Tarnung hat, kann man da schon mal den einen oder anderen Schuss machen. Und hier ein bisschen ja, snipen, was ganz, ganz wichtig ist. So, die Grille ist da, die ist anscheinend spotted. Wir haben hier einen Patton, hier einen Eber, der muss eigentlich raus. Wir gucken, ob wir den vielleicht irgendwie gesniped bekommen. Okay, ihr seht, ich gehe nicht auf. Sehr, sehr interessant. Der Chieftain Cross hinten. Und dem würde ich jetzt auch noch gerne eine mitgeben. Ein bisschen Glück, dass ich ihn anzünde. Er ist jetzt schon mal raus. Der wäre ein sehr, sehr starker Gegner dort oben gewesen auf der Position. Er hätte sehr gut Haldon arbeiten können mit seinem Turm. Mobilität, alles drum und dran. Top. Und da freue ich mich jetzt umso mehr, dass er rausgegangen ist. Auch durch ein bisschen Glück, wenn man ehrlich ist. So, und jetzt stehen wir jetzt erstmal hier mit unserem PTA. Jetzt kommt der nächste Kunde hier hochgefahren. Und ihr seht, obwohl wir am Anfang so extrem viel Damage bekommen haben, also über die Hälfte der HP wurden mir abgezogen, können wir mit dem Leopard PTA durch Snipen und gutes Movement ganz, ganz viel aus diesem Fahrzeug noch rausholen. Grille muss natürlich jetzt aufpassen. Die ist sehr, sehr low HP. Also mit 65 Lebenspunkten ist das doch eher schwieriger, hier ordentlich was zu machen. Ihr müsst jetzt einfach nur hier kurz hier rumpieken, damit ich auf ihn schießen kann. So. Das ist natürlich perfekt. Wir haben den Spot auf dem Patton. Den Patton können wir von hier aus easy abfarmen. Wir müssen den Ruf vorne betrachten. Habt ihr hoffentlich dort gesehen? Na, das ist natürlich jetzt schlecht. Okay, stopp. Nein, der. Oh, Algo, ganz schlecht. Der Patton müsste gespottet werden, weil der wird mich jetzt ziemlich, ziemlich abfarmen. Oder könnte mich ziemlich abfarmen, zumindest. Okay, 3,8 gerade an Damage. Ah. Ja. Ah, ich Glück gehabt. Nee. Schade. Also, der Patton überlebt One-Shot. Wir haben hier hinten einen 260, was Full AP ist. Der sich gerade so ein bisschen einscheißt. Der M103, wie viele Lebenspunkte hat der? Gut, der ist One-Shot, verständlich. Mein Fehler jetzt diese Runde wäre gewesen, den Ruh zu spät erkannt. Wäre ich früher zurückgefahren, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen können. Generell muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ja, waren wir eigentlich das Bestmögliche rausgeholt. Wir sind hier vorne hingefahren, haben Crossfire hier reingegeben, haben unser Team unterstützt, haben dann rübergeschossen auf den Patton, wo der Rudern kam, haben was versucht, das Beste draus zu machen. Dann haben Standard B von hier oben, der EBF von hier, der Patton von hier und auch noch der Ruf vor mir auf mich geschossen. Und ich denke, mit 3800 Damage sind wir doch erstmal soweit okay für die erste Runde im Leopard PTA. Also, Leopard PTA war relativ erfolgreich, wobei Props an die Bad. 5-7 mit 4 Kills, gönne ich ihm, hat er gut gemacht. GG's an ihn. Ich
mit meinen 3.8 bin relativ zufrieden. Credits technisch 28.000 minus. Warum? Natürlich, wenn wir jetzt hier mit den großen Gütern spielen, das kostet einfach ohne Ende. Das heißt, Tipp von mir, wenn ihr Credits sparen wollt, nehmt ihr das kleine Kit mit, den kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Aber ganz, ganz wichtig, liebe Freunde da draußen, niemals im Leben den scheiß Handfeuerlöscher mitnehmen. Immer das automatische Feuerlöschsystem. Und damit fahrt ihr immer gut. Okay, im Video jetzt, also im nächsten Game, werde ich jetzt kurz euch erklären, warum, wenn überhaupt, den automatischen Feuerlöscher, ist relativ easy eigentlich, der automatische Feuerlöscher, wenn ihr angezündet werdet, ja, dann habt ihr eine Reaktionszeit, sag ich mal, von 2 bis 3 Sekunden, bis ihr die richtige Taste gefunden habt. Dann habt ihr aber mal schon locker 250 Lebenspunkte verloren. Jetzt nehmen wir an, ihr seid in einer 1 gegen 1 Situation oder einer 2 gegen 1 Situation, wie auch immer. Beide Gegner One-Shot, du Full AP. Du bist unter Druck, machen und tust. Du hast den kleinen Feuerlöscher dabei. Jetzt überlegen wir uns einfach mal. Der kleine Feuerlöscher kostet 5.000 Credits, der große kostet 20.000. Wenn ich in der Situation bin, in der Hektik bin, werde ich auf jeden Fall verschiedene Tasten drücken. Oh, ich krieg das nicht hin, mache und tue. Und wenn ich dann höre, oh, ich habe was auf der Maus gelegt und dann verreiße ich die Maus. Und nee, das ist doch alles Mist. Einfach den automatischen Feuerlöscher anmachen, automatischen Feuerlöscher nutzen und Spaß haben damit. Ja, das Ding löscht, man brennt nur einmal und kann ganz easy peasy Games carryen, wenn man anbrennt, ohne Hektik zu bekommen. Und damit kann man ganz entspannt einfach fahren, ohne Stress so. Ganz viele Leute, die brennen 15 Ticks. Ja, ich fahre mit Schokolade, ich kann gar nicht löschen, aber dafür habe ich Vorteile ohne Ende. Ich habe 10% mehr Vorteile jede Runde, dadurch, dass die Crew halt besser ist. Was ich auch noch ganz wichtig sagen muss, der automatische Feuerlöscher wird nur abgezogen, wenn es brennt. Er gibt außerdem eine Brandverringerungswahrscheinlichkeit, dass es insgesamt weniger brennt bei euch. Ein paar Sekunden später. Na, entweder er kommt hier hinten raus oder er fährt vorne rum. Also wir kriegen ihn durch beide Richtungen oder beide Wege. Ich mache einfach einen Überraschungspeak hier drüber, oder? Zack, haben wir ihn. Und jetzt können wir mit dem Retake, naja, beginnen, wollte ich schon fast sagen, aber so gut und einfach geht das ja leider doch nicht. Oh mein Gott, Double Kill von der Arti. Huhu, Baby. So, 8 zu 11, 300 Lebenspunkte. Wir müssen nach vorne den Emil holen und dann hier uns aufstellen neu. Für die ganze Bande, die von hinten pusht und kommen wird. Standard B und ich sind alleine, beide One-Shot. Ganz, ganz schwierige Nummer. Keiner von uns kann halt auch, oder doch, ich könnte vielleicht sogar einen Schuss nehmen. Bin sehr gespannt. Wo haben wir denn? Stark, und jetzt müssen wir eigentlich Gas geben, wie ich finde. Und ich würde wahrscheinlich probieren, irgendwie hier oben lang zu flankieren. Eine Ewigkeit später. Ja, die Runde. Anfang war nice. Ende. Mutz. Let's go. Starten rein in die nächste Runde. PTA. Ich hoffe, wir haben jetzt ein schönes Matchup. Gute Runde, schöne Karte, irgendwas zum Farmen. Scheiß Karte, nichts groß zum Farmen. Matchup, okay. Eine Arti und eine Arti und ein Light kann ich definitiv mitarbeiten. Wie werden wir hier grob vorgehen? Also, da wir hier eher ein 10277 T110E5 haben, werde ich natürlich vermeiden, nach rechts oder in die Mitte zu fahren. Meine Position ist eher links, ist ungefähr hier diesen Bereich, H3. Von dort aus werde ich versuchen zu snipen. Werde dort aus meine Panzer supporten. Wie ihr wisst, der Leopard PTA ist kein Frontschwein. Der fährt nicht rein, der macht keinen Müll, der macht keinen Mist. Der bleibt schön defensiv eigentlich. Natürlich gibt es irgendwann Situationen, wo es dann so eine Überlegenheit gibt oder eine vor allen Dingen HP-Überlegenheit von meinem Fahrzeug gegen andere Fahrzeuge, dass ich einfach reinpushen kann, aber es nicht machen muss, weil der PTA halt auch einfach ein schöner Sniper ist. Sieht lecker aus, gefällt mir unglaublich gut, das Ding hier. Oh. Und wir sehen auch, alle Mediums sind auf der linken Seite. Was man auch hätte machen können, wäre hier oben in diesem Bereich hinten, wo ich jetzt mit der Maus bin auf der Minikarte, dort hinstellen,
Und dort von dort aus ein bisschen snipen. Wir haben dort auch Büsche, können dann die Linie hier vorne sehr, sehr gut backuppen, snipen, machen und tun. Wäre auch kein Problem gewesen. Und direkt safe haben. Wir sind 100% gespottet. Ihr seht auch, die Lampe geht an. Die Lampe geht 3 Sekunden später an. Der Sixth Sense triggert also 3 Sekunden später. Rechnet bitte mit ein. Wenn ihr jetzt schießt und eigentlich wisst, ihr müsstet aufgehen, wenn ihr schießt, wart sofort safe. Sobald ihr geschossen habt, wartet nicht auf die Lampe. Das hätte mich sonst ganz, ganz viel AP gekostet, wenn ich stehen geblieben wäre. Sollte ich jetzt nochmal aufgehen, kann es gut sein, dass ich wirklich viel Schaden bekomme, weil viele Leute sind jetzt auf meine Position eingeaimt. Zum letzten Mal, wo ich eben gespottet war, sind vielleicht jetzt Fahrzeuge da eingeaimt oder ready to shoot. Ich kann mal ein paar Blindshots reinmachen, schauen wie das läuft, aber ich versuche nicht vorzufahren. Das wäre jetzt so ein Spielfehler, den ich vermeiden möchte. So, wer kommt denn hier? 430. Skoda! So, klick! Und direkt wieder safe fahren. Sind wir offen? Sind wir nicht offen? Wir sind offen. Ich dachte es mir schon. Ich war mir actually jetzt gerade 50-50 nicht sicher, wie ich jetzt aufgehe oder eben nicht. Und jetzt bin ich hochgefahren. Stellte fest, okay, Skoda kann ich beschießen. Aber nach dem Schuss sofort zurück in die Deckung, um nicht den Skoda hier zu machen und einfach rauszugehen. Ziemlich for free. So, ich prüfe, ob wir den Udus beschießen können. Sind aktuell bei 1300 Lebenspunkten. Ja moin. Heute ein bisschen durch den Windchat, kann das sein? 1300 Damage natürlich. Wir sind full AP. Und wir schauen auf die Minikarte. Wir sehen hier eine relativ starke Ausprägung. Achterlinie der TDs und des Gegnerteams. Sie sind vorgefahren, inklusive hier oben. Das heißt, eigentlich, wenn jetzt hier mal unsere Leute mal schön Eier in die Hand nehmen würden und vorpushen würden, könnten wir die Seite locker holen. Vor allen Dingen, dann würde ich rechts außen langfahren, die Leute links außen, wir hätten sie im Crossfeuer und würden sie rausnehmen. Aber das ist natürlich dann doch eher schwieriger in einem Random. Und deswegen, liebe Freunde, empfehle ich euch Clans. Ja? In Clans macht das Ganze 100-mal mehr Spaß als einfach nur stumpfes Random. Ihr könnt euch viel vielseitiger engagieren, ihr werdet in ganz vielen Clans auch bekommt ihr Tipps, Infos, in Ausbildungsclans sozusagen, ihr lernt viel dazu und das kann ich euch nur ans Herz legen. Geht in Clans, die Gemeinschaft, das Miteinander und vor allen Dingen das Zusammenspiel. Es macht viel mehr Spaß mit 15 Leuten zu spielen auf dem Teamspeak als mit 15 random Leuten. Und da die jetzt hier so aggressiv fahren, gehe ich mal oben zum Obby, der kriegt nämlich gar nichts mit. Und werde hier hoch supporten. Denn wenn der Type gepusht wird, dann helfe ich ihm. Dann bin ich dabei und dann können wir jetzt snipen. Und hier die Leute, die machen nichts. Jetzt kommt langsam der C63, der Suizid auf den Udes. Aber ich freue mich gleich, wenn jetzt hier 3 Mann rumpushen. Ich mit meinem PTA ganz entspannt hier stehen kann und farmen kann. Ja, Jagdtiger, bitte komm herum. Und ich werde auch gleich auf die Gold gehen. Abwarten, erstmal locken lassen. Wir schießen jetzt nicht noch nicht direkt drauf, weil das wäre so ein bisschen so, wisst ihr, der guckt raus, bing, 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 kommen die Schüsse, wir lassen ihn schön rumpieken, ja? Rumpieken, gut. Und ich will, dass der Jagdtiger kommt. Der N100 ist jetzt nicht so der 100% Safe Pen. Ich will, dass der Jagdtiger kommt. Da haben wir doch den Boy. Gut, der Jagdtiger hat einen interessanten Move gemacht. Der Type 5 hat halt auch wieder nichts gespottet. Ich gehe flankieren. Ich gehe den Jagdtiger flankieren. Das ist auch möglich mit so einem Panzer. Wenn ich Glück habe, vielleicht nochmal einen 100 Schuss oder so. Und wenn nicht, fange ich einfach an zu flankieren. Dann ist es so. Also die crossen rüber und das ist der Fehler vom Type 5. Die dürfen niemals so rüber crossen. Wenn jetzt sogar der R100 darüber gecrossed ist, kann ich hier maximal von hinten hier aus snipen. Bringt da wenig nach vorne zu fahren. Also ihr müsst praktisch immer versuchen, innerhalb eurer Spot-Reichweite und der insgesamten Sichtweite zu arbeiten.
ob ihr was spotten könnt hier rüber. Dann fahren wir in den Busch hier, um Schaden zu machen und nicht aufzugehen dabei. Das ist diese hohe Kunst mit diesem Fahrzeug. Schaden zu machen, ohne aufzugehen. Da muss man hier die Busch-Mechanik schon ganz gut im Griff haben, würde ich mal so grob behaupten. So, STI. Oh, nee. Moment, Moment. Zack. Bisschen zurückfahren. Wir sind immer noch unspotted, weil wir den Busch gewartet haben, bis er nicht mehr durchsichtig ist. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir können hier reinfahren. Den Cross-Botten. Jagd-E. Kriegen wir nicht rein. Das wird verdeckt durch dieses Haus. Jagdjäger fährt weg. Okay, 7 zu 9. Der 100 hat mir noch zu viele Lebenspunkte. Die Badger ist 500. Ich muss mir einen Überblick verschaffen um die ganze Situation hier. STI, da haben wir noch einen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 4. Wir haben 2 dort. Okay, Objekt dort. Aktuell versuche ich mir gerade die ganzen Schusswinkel zu ziehen. Das heißt, hier, dorthin. Ich kann hier durchspotten. Ich kann hier diesen Weg, sollte er herumziehen, hier ins Spotten. Dann könnte er vom Objekt fressen sogar noch. Und jetzt gebe ich ihm einen, auch wenn ich aufgehen werde, weil die Badgett soll Zeit haben, irgendwie was zu machen. Zu rennen, sich zu bewegen. Okay, nein, 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 nein. So, wer glaubt an mich? Bus, geht raus. M53 steuert der E100, sehr geil. Jetzt gehe ich natürlich alles eigentlich rein so. Versuche hier dem... der Badger zu helfen. Und der Kunde war sehr, sehr schnell, der Jagdjäger. Hätte ich nicht gedacht, dass er doch wirklich so extrem schnell hier nach vorne kommt und wieder zurück auf dieser Position steht. Ich dachte eigentlich, der lungert noch irgendwo hier in der Mitte rum. Aber gut, Objekt müsste Full AP sein. Der soll einfach reinfahren und das Ding jetzt hier klären. Ich stelle mich hier in den Busch, da kriegt er das gar nicht mit. Dass ich hier drin stehe und wir drücken ganz entspannt. Ein bisschen Cola Zero für die Figur. Abwarten, bis der Jack Tiger hier wieder kommt, piekt, macht. Dann fahren wir zurück, nehmen ihn in den Doppelbusch und nehmen ihn raus. Das sollten wir hinkriegen und gut hinbekommen. Gut, wenn das Objekt jetzt vor mir ist, dann werde ich hier wegfahren, werde versuchen, diesen Halbkreis insgesamt weiter zu schließen, zum Beispiel auf diese Position. Aktuell ist ja hier so ein bisschen die Schwachstelle, springt der TVP hier rein, fährt hier hoch, ist er hinten bei den Artis. Das möchte ich gerne vermeiden, selbst wenn er einfach durch Glück dahin fährt, dann mache ich das Ganze mal so. 277, Arti lebt noch, wir sind bei 3-2, haben uns jetzt keinen groß abgebrochen in der Runde, dass wir irgendwie Mods aggressiv oder Mods gut gespielt haben. Und wir sehen hier mit 3000 Schaden sind wir super entspannt dabei mit dem PTA. Denke mal, cool wäre es, wenn wir vielleicht einen Schuss noch bekommen. Sind wir bei 3,6, vielleicht einen von der Arti noch, sind wir bei 4,2. Das wäre solide, da würde ich mich freuen. Ah, no risk, no fun. Bisschen vorfahren müssen wir auf jeden Fall hierfür. Guckt auch nicht zu mir. Aha, zack. So, 3,6, einen machen wir noch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo er sich hindreht. Oh. Gut, 4-1. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen zweiten jetzt mittlerweile. Stand die denn hier links? Da stand sie doch, oder nicht? Gut, die hat geschossen. 277. Auf die Oberwanne. Zack, 4 Kills, 4200 Damage und haben bis zum Ende hin defensiv gearbeitet, haben versucht zu unterstützen, zu spotten, die Eigenschaften des Leopard PTAs wirklich, wirklich entspannt durchgearbeitet, möchte ich sagen. Und ja, ich bin gespannt, vor allen Dingen auch noch zum Thema Nerf. Ich weiß nicht, warum der ganze Nerf stattfindet oder stattgefunden hat vielmehr oder stattfinden wird. Ich finde das Ding super solide, wenn man mit umgehen kann, macht es Spaß. Da gibt es erstmal ganz, ganz andere Baustellen, die dort, ja, priorisiert werden müssen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Cheers auf euch, Chat. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Kakao.